Ja, hallo, ein Webcast über Entity Framework. Und zwar im ganz Speziellen, wie man auch recht komplexe Abfragen, sagen wir mal, sehr einfach testen kann. Verhältnismäßig einfach, finde ich jedenfalls. Und ich habe hier mal kurz was aufgesetzt. Das ist also wirklich tatsächlicher Code, den wir auch verwenden. Das ist jetzt nicht nur ein Beispiel, sondern wirklich, das funktioniert auch im Live-Betrieb. Und zwar haben wir hier, wie wir sehen, eine längere Abfrage inklusive mehreren Ausschlüssen, dann mehreren Sortierungen und über Select holen wir uns auch nur IDs. Also im Prinzip schon sehr realistisch, was man in der täglichen Arbeit für Abfragen braucht. Und zu testen ist das eigentlich sehr einfach. Das hier ist meine Testklasse. Und wenn wir uns das mal anschauen, wie das Ganze umgesetzt ist, dann sieht man, wir arbeiten mit Dependency Injection. Also wir verwenden einen IOC-Container, das Ganze automatisch dann injiziert. Und zwar haben wir eine Unit of Work Factory. Die kann man vergleichen mit der in Hibernate, auf der man sich dann entsprechende Unit of Works erzeugen lassen kann. Und in diesem speziellen Fall, es handelt sich um Code, der in NT-Diensten verwendet wird. Und wenn jetzt natürlich gerade mal der Server, der Datenbank-Server down ist, soll der Dienst nicht abschmieren. Und deswegen, ne, haben wir hier noch so einen Offline-Database-Händler drumherum. Und die zwei Sachen braucht eben die Klasse. Ich habe hier noch ein kleines Beispiel, wie man auch das Loggen testen könnte. Das wird hier gesetzt, wenn man das jetzt auf Internal machen würde. Internal und nicht read-only, dann könnte man von außen das bei Bedarf, wenn es wirklich einen Wert hat, ja, das Loggen zu testen, dann könnte man das Ganze auch noch so testen. Ich mache das gerade mal wieder zurück. So, dann schauen wir uns diese Abfrage an. Hier vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Man kann auch bei solchen Geschichten darauf achten, dass man nicht Code dupliziert. Ich sehe das nämlich relativ häufig. Dass jetzt einfach die untere Abfrage oben und unten verwendet wird. Wenn man hier mit solchen Expressions arbeitet, dann spart man sich das. In unserem Fall ist nämlich nur an dieser Stelle ein Unterschied in der Query und das haben wir einfach über so eine Expression gelöst, sodass man in den jeweiligen Methoden, die von diesem, und das ist nichts anderes wie ein Repository, von diesem Repository zur Verfügung gestellt wird. Auch noch ein weiterer Hinweis. Weil ich finde es immer ein bisschen ungünstig, alles Repository zu nennen. Habe in dem Fall das Waiting Print Jobs. Das zieht sich im Prinzip durch die komplette Service-Struktur durch. Also bei dem Dienst, der jetzt eben Druckaufträge macht, da heißt das Repository Waiting Print Jobs. Bei anderen Sachen heißt es dann Waiting und dann eben, was da wartet. Beispielsweise FTP-Uploads, Waiting FTP-Uploads oder so. Finde ich sprechender. Aber ich höre mir gern von dem jeweiligen Zuschauer an, wenn er bessere Vorschläge hätte. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, dann, also hier ist eben diesen Offline-Database-Händler gekapselt. Das können wir uns aber wegdenken im Prinzip. Und dann wird hier auf der Unit of Work, die ich hier oben aus der Unit of Work Factory mir erzeuge, wird dann eine Abfrage gemacht und es werden die ganzen IDs geholt, sortiert, gefiltert etc. etc. Und am Schluss gebe ich dann auch tatsächlich diese IDs zurück, wie man hier sieht. Ein kleiner Hinweis noch, man sieht hier auch, dass ich ein Resharper das hier deaktiviert habe. Das ist vielleicht auch eine Frage, die aufkommen kann, die der Kollege mir auch gestellt hatte. Das deutet darauf hin, dass man ist hier im Using Statement und man ruft ja hier eine Action auf. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die Action aufgerufen wird, nachdem der Using-Block verlassen wurde. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn man mit IEnumerable arbeitet und der Zugriff erst dann stattfindet, wenn man die Liste dann tatsächlich auf die Liste tatsächlich zugreift. Das habe ich einfach gewährleistet in meinem Code, dass das nicht passieren kann, sodass ich mir hier darüber im Klaren war und habe es dann deaktiviert. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt mal mit den Tests anschauen, dann brauche ich logischerweise, um das System under Test zu erzeugen, brauche ich die Unit of Work Factory und den Offline Database Händler. Der Offline Database Händler ist in dem Fall relativ einfach. Ich habe das jetzt nicht mit Fake It Easy gemacht, sondern mal selber implementiert. Ist ja auch mal
Es ist bei manchen Fällen ist es einfach angeraten und ich habe es in dem Fall jetzt so gemacht. Der ruft im Prinzip eigentlich auch dann nur die Action auf, die ausgeführt werden würde. Ja, der Live-Code sieht dann, gucken wir mal kurz, sieht dann so aus. Und das habe ich jetzt, wie gesagt, einfach schnell von Hand runtergeschrieben. Und die Unit of Work selbst habe ich wiederum auch selbst implementiert. Hier verwende ich auch sehr oft, wenn es geht, dann eben Fake It Easy. In dem Fall habe ich mit Fake It Easy nur die Unit of Work Factory gefaked. Und sagt dann, wenn man auf der Unit of Work Factory die Stateless Unit of Work aufruft, dann soll die Eigenimplementierung von mir zurückgegeben werden. Da gab es vor kurzem in der .NET Pro auch ein, das recht gut erklärt, was ist ein Mock, was ist ein Fake etc. Weil man doch auch wie bei Dependency Injection und Inversion of Control und so weiter, wenn man es oft als durcheinander schmeißt. Nur der Hinweis nebenbei, ich habe es jetzt nämlich auch nicht korrekt verwendet. So, also wir haben hier diese Unit of Work Fake. Und wenn wir uns die anschauen, dann wird die, ich sehe ja, ich mache da danach gar nichts mehr damit. Das heißt, da passiert alles im Konstruktor, wenn ich den erzeuge. Hier erzeuge ich den ersten Druckauftrag, das ist der später als erstes im Ergebnis zurückkommen soll, der zweite und der dritte. Da habe ich mir einfach schnell eine kleine Methode geschrieben, die mir das Objekt, welches eigentlich aus der Datenbank zurückkäme, erstellt. Das ist hier private. Und dann füge ich das einer lokal gehaltenen Liste hinzu, die dann später eben zurückgegeben wird, wenn die Abfrage drauf stattfindet. Und hier habe ich dann eben noch so Geschichten, weil das wird dann später auch getestet. Es gibt in unserem speziellen Szenario hier Druckaufträge, die einen übergeordneten Druckauftrag haben, und in dem Fall darf nur der übergeordnete Druckauftrag von dem Repository zurückgeliefert werden und nicht das Kind-Element. Das sieht man in der Abfrage an dieser Stelle. Genau. Also wenn diese Group-ID ist quasi das Kennzeichen dafür, dass es sich dabei um Kind-Elemente handelt. Also habe ich da auch zwei Reihen gemacht zum Testen, und da habe ich dann noch so Sachen wie der Druckauftrag ist schon durch, der Druckauftrag wurde in der Zwischenzeit gelöscht etc. etc. Habe da also nochmal einfach ein paar Testdaten reingehauen. So, für mich ist aber wichtig, das habe ich jetzt hier als eigene Properties definiert, dass ich später genau sagen kann, okay, das ist der erste, der zurückgekommen ist, das ist der zweite und das ist der dritte, genau so muss es sein. Deswegen setze ich das hier einfach nochmal zusätzlich. Und wenn ich jetzt auf der SUD dieses for parallel printer aufrufe, also wenn man das im eigentlichen Code hätte, stünde da waiting print jobs .for parallel printer. Ich finde, es liest sich auch wieder sehr flüssig und ist auch klar, was da gemeint ist. So, dann sollen drei Stück zurückkommen. Also wir haben da ja reingeschmissen 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal 4, also 9 Stück haben wir zurückgeschmissen. Es sollen ganz genau 3 Stück zurückkommen. Wir verwenden hier übrigens Machine Specifications und Fluent Assertions. Und hier oben, wie gesagt, war das noch Fake It Easy. Und das zweite Assert gewährleistet, dass auch die Sortierung stimmt. Dass eben der erste Job ganz oben ist, der dritte Job ganz unten ist. Hier mit Last und First. Und jetzt muss ich natürlich noch in der Mitte das gewährleisten, ich mache hier einfach Skip 1, dann weiß ich, ich habe den ersten übersprungen, nehme mir dann den ersten, was de facto dann der mittlere wäre, und prüfe, ob das dem Second Job entspricht. Und damit habe ich, wenn wir jetzt das gleich sehen, ne, ich habe einmal hier diese Sortierung drin, Entschuldigung, verrutscht, hier, weil die Priority habe ich hier auch gesetzt gehabt. Wenn wir hier oben schauen, Priority war, ich muss gerade selber schauen, ja, also ich gehe ja über dieses CreateJob und da wurde eben Priority auch gesetzt. Und ich habe dann zum Beispiel auch mal hier Printer Null, das haben wir hier unten in diesen Testaufträgen, also hier Null, ne, dass kein Printer drin steht und so weiter und so fort. Ist also, man kann sich schon vorstellen, es ist ein bisschen ungünstig in der Datenbank gelöst, ja, das hat man aber auch sehr viel, wenn mit
alten Applikationen arbeitet, wenn man überlegt, unsere Applikation wird schon seit, glaube ich, 15 Jahren oder so entwickelt, hat man natürlich in der Datenbank auch nicht immer die feinsten Daten. Und daraus ergeben sich dann eben solche Abfragen, die dann wirklich nur die Daten holen, die es auch zu verarbeiten gilt. Und da ist halt viel mit Null und Nicht-Null und irgendwelche Gruppierungen und so weiter und so fort. Und ja, das ist jetzt die Abfrage. Und wenn man dann das hier ausführt, hat man im Prinzip alle hier abgebildeten Einschränkungen tatsächlich getestet. Und so arbeiten wir im Prinzip. Diese Unit of Work Factory, ich habe da mal schon eine Webcast-Serie angefangen, ich habe die leider nie zu Ende geführt. Wenn das interessiert, ich werde den Link in den entsprechenden Beitrag posten. Und wenn ich die weiterführen soll, dann schreibt mich einfach an, dann gucke ich mal, ob ich Zeit finde, das Ganze weiterzuführen und können zeigen, wie bei uns das aktuell implementiert ist. Ein kleiner Hinweis noch, also man sollte wissen, dass Entity Framework hier, das kommt ja, sieht man hier von außen gar nicht, dass da könnte jetzt auch irgendein anderer OR-Mapper drunter liegen. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass Anti-Framework selbst, wenn man da auf einen DB-Kontext zugreift, dass das wiederum selbst eine Unit of Work ist. Ja, und darüber soll man sich einfach im Klaren sein. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt einfach Feedback. Ich habe extra auch die Schrift erhöht. Es kam vor kurzem mal, dass ich doch die Schrift größer machen soll. Und ihr müsst in dem Video immer unten auf Full HD wechseln, dann seht ihr das Ganze auch besser. Danke und bis zum nächsten Mal.